Wenn ich einen Fehler mache, würde es dem Betrieb etliches an Geld schaden. Lebensgefahr. Der Hauptgrund, warum überhaupt zum Arbeiten geht, ist Geld. Hallo, ich bin der Andreas, 30 Jahre alt, arbeite als Chemikant in Illertissen. Als früh aufstehen gehört zum Job. Mir macht das absolut keine Probleme, weil ich bin ein Sonnentyp, ich bin Frühaufsteher. Also ich stehe auch, wenn ich frei habe, um 6 Uhr auf. Habe ich mehr vom Tag. Wollt ihr beim Umziehen auch zuschauen? Ein Chaos spürt. Was hast du da jetzt alles an? Hose, Polo, dann Sicherheitsschuhe, die sind geerdet. Es hat den Hintergrund, wenn wir flüssiges Produkt in einen Container oder in ein Fass abfüllen, würde man sich da elektrisch aufladen. Jetzt machen wir gleich Schichtübergabe. Guten Morgen. Das Herausforderndste an meinem Beruf ist, zu jeder Tageszeit die richtigen Entscheidungen zu fällen. Von morgens, spät nachmittags oder ich komme auch in der Nacht. Und wir machen das, dass wir einen fortlaufenden Prozess haben. Dann können wir nicht unterbrechen. Wenn ich einen Fehler mache, würde es dem Betrieb etliches an Geld schaden. Jetzt gehen wir zur Feststoffzugabe. Das ist jetzt ein Behandlungsschritt während der Produktion. Den müssen wir jetzt durchführen. Und da laufen wir jetzt drin. Und da ich das nicht allein mache, weil das eine körperliche Tätigkeit ist, darf der Lukas, unser Azubi, noch mit. Wir produzieren in der Anlage ein cholesterinsenkendes Fett, also wir veredeln das Fett zu einem Ester. Das wird dann in Margarine, Joghurt eingesetzt. Hier ist ein Gefahrensymbol und das ist gesundheitsschädlich. Also ich soll es nicht einatmen, deswegen haben wir die Maske auf. Es gibt Tage, da ist es körperlich dann schon mal anstrengend. Also da muss man dann. Das war jetzt ein kleinerer Teil von die Säcke reinwerfen, aber es geht natürlich auch doppelt so viel, dreimal so viel. So, alles was wir machen, müssen wir auch protokollieren. Das machen wir dann wieder in der Messwarte. Typische Aufgaben des Chemikanten sind in erster Linie das Überwachen von Prozessen, natürlich das Regeln und Steuern. Aber auch, es reicht bis hin zu Labortätigkeiten. Das ist der zentrale Punkt der Anlage. Hier, von hier aus können wir jegliche Pumpe, jedes Ventil, jeden Aggregat, jeden Anlagenteil schalten. Was der Arbeitgeber von mir verlangt, dass ich meine Prozesse einhalte. Und das Aufregende ist, man weiß nie, was kommt. Also vom Alarm her. Also der Alarm, wenn er brenzlig wird und an die Kategorie High gehört, der würde sich dann so anhören, wenn ein LKW mit seinem Horn bläst und das halt laut und nervig. Ich pumpe jetzt einen Behälter um und da muss ich jetzt kontrollieren auf Dichtheit, dass nichts ausläuft. Dass man sich das vorstellen kann, also hier schon Brille tragen bitte, weil es kann jetzt natürlich sein, es könnte was auslaufen und da das ja unter Druck ist, kann es sein, dass es Spritzen anfängt. Deswegen auch wieder die Schutzbrille, dass keine Fremdkörper in die Augen kommen. Und das ist jetzt der Behälter 1 und das ist der Behälter 2. Da gucke ich dann immer unter die Pumpe, da ist trocken und dann weiß ich, das ist alles in Ordnung. Kleiner Kontrollfreak, ja. Also das ist jetzt unser Fettgemisch, was wir im Behälter 1 in Behälter 2 umpumpen. Da könnte der Anteil der Säure noch höher sein und die wollen wir ja draußen haben. Genau, und das kontrollieren wir jetzt. Genau. Ich bin jetzt schon 12 Jahre als Chemikant tätig und seit Anfang an hier. Ich wollte was erleben, wo verschiedene Zeiten andere Tätigkeiten sind und da ist der Chemikant mir ins Auge gesprungen, weil ich Chemie in der Schule schon gemacht habe, mathematische und physische natürlich auch. Und das hat alles miteinander verbunden. Lukas, kommst du mal bitte? Ich mach das jetzt einmal vor und du darfst nachmachen. Also mit dem Azubi Lukas arbeite ich gern zusammen. Ich habe auch den Ausbilderschein gemacht, dass ich einfach mit denen zusammen, ich weiß genau, wie ich mit denen umgehen zu haben, weil ich es gelernt habe. Sehr gut. Und jetzt tust du in die Spüle rein, aber da musst du aufpassen. Die kommt, weißt du, in der Mitte. Genau. Ich musste schon lernen. Also mir ist nichts zugeflogen. Habe mich hingesessen, habe es durchgezogen und am Ende
dementsprechend abgeschlossen. Und nachdem die Probe dann aufgelöst ist, da erwarte ich dann einen Wert von kleiner 1. Dann lasse ich es rechnen. Wir haben eine von 0,7. Wir wollten kleiner 1 sein, also ist wunderbar. Jetzt laufen wir zu unserem Pausenraum, Aufenthaltsraum. Das sind auch Kühlschränke, da ist eine Küche. Also offiziell habe ich eine bezahlte Pause von 20 Minuten. Aber wie wir ja heute Morgen gesehen haben, wie es die Arbeit zulässt. Schmiert das deine Frau oder machst du das selber? Selber. Ich habe halt für meine Frau geschmiert. Wir gehen jetzt zur Big-Bag-Aufgabe. Und da müssen wir dann, wenn wir den Raum betreten, darauf achten, dass es ein Ex-Bereich ist. Das ist eine staubexplosionsfähige Atmosphäre. Und es kann auch sehr heiß in dem Raum werden. So im Hochsommer mal bis zu 40, 50 Grad. Wir müssen aber trotzdem langärmelig tragen, weil falls wir uns mal gegen eine Rohrleitung lehnen, könnte die heiß sein. Lebensgefahr aus dem Grund, weil wir hier die Last 3 Meter über uns haben und wir dürfen uns niemals unter der Last befinden. Der hat 500 Kilo. Gut. Das sind die Guten. Das sind wirklich die Guten. Die haben wir so, seitdem ich hier bin, meine ich. Das Chargengrößte ist das mal schön wert eines schicken Ferraris, mit dem der Mitarbeiter hier umgeht. Und deswegen auf jeden Fall jegliche Fehler zu vermeiden. Und es muss halt passen. Ne? Was mich antreibt, hierher zu fahren, ist definitiv, klar, große Firma, mein Team und auch die Arbeit dahinter. Und natürlich, warum der Hauptgrund, warum überhaupt zum Arbeiten geht, ist Geld. Also brutto verdiene ich im Monat 5.344 Euro und netto sind es ungefähr 2.900 Minimum. Minimum, weil das gebunden ist an Schichtzulagen und die sind steuerfrei und die variieren von Monat zu Monat. Ganz einfach, ich bin zufrieden mit der Kohle, aber mehr geht immer. Schön. Mit dem habe ich zwar nicht gerechnet, aber ja. Kann auch läuten lassen. Super. Optimaler Tag. So kann es immer sein. Jetzt geht's nach Hause. Zum Hund. Raus als Trockenfutter und beim Nassfutter wechseln wir durch die Geschmäcker. Also, unser Hund ist leicht verwöhnt, ja. Komm rein. Nein. Meine Frau und ich, wir wohnen jetzt seit vier Jahren, wohnen wir jetzt hier. Noch allein, oder halt zu zweit mit ihm. Und haben ja 150 Quadratmeter für diesen Garten. Ja. Wir gehen jetzt eine Runde zocken, was ich gerne nach der Arbeit mache, einfach um zu entspannen. Folgt mir. Okay. Und was zockst du? Heute spielen wir eine Runde League of Legends oder Age of Empires. Das machen wir jetzt spontan. Je nachdem, wer da ist. So ist das Wichtigste vergessen. Der Sound, den habe ich gar nicht gedacht. Das ist kostenlos, das ist das Schöne drin. Man kann zwar Geld ausgeben, aber Schwab, sparen. Aber jetzt bin ich halt 4 von 8, die Hälfte. Damit kann man sich zufrieden geben. Zum nächsten Hobby, das ist Whisky trinken. Ich habe hier insgesamt 12 große Flaschen und 10 kleine Whiskys da. Das ist eine kleine Sammlung. Mein teuerster Whisky wäre der hinten links. Da kostet die Flasche, ich habe es zwar im Angebot bekommen für 220, aber normal würde er 250 Euro kosten. Also es ist auch eine Rarität. Schön, die Flasche war in so einem Sandbrettchen mit drin. Also das ist, glaube ich, bloß eine Spielerei, aber schön anzusehen, dann liegt die Flasche da schön drin. Verschwenderisch in dem Sinne, dass ich dumme Sachen mache, das ist sehr gering. Aber wenn ich es mache, dann fühle ich mich sehr lang damit schlecht. Weil es nicht sein hätte müssen. Ist mir wert. Ziemlich viel Geld.
Klar, es ist Alkohol, das sollte man immer in Maßen trinken, aber für einen Abend, nach einem anstrengenden Arbeitstag, gibt es nichts Besseres als ein Gläschen Whisky. Zum Wohl. Der Job lohnt sich auf alle Fälle, man verdient da gutes Geld, hat super Abwechslung im Job und die Kollegen machen einiges aus und so, ich würde es wieder machen. Das war's von mir. Wenn ihr noch mehr von Lohnt sich das sehen möchtet, hättet ihr hier einen spannenden Beruf oder den hier. Und ganz wichtig, das Abo nicht vergessen.